Glaubt ihr, er schafft das? Ich bin mir nicht sicher. Er ist aber zumindest süß. Was ist das denn? Was ist das für ein Timing? Warum ist mein Mikrofon so laut eingestellt? Ach, Martin. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur 100 Baby Challenge. Die Challenge, wo wir versuchen, 100 Babys zu bekommen. Und wir sind jetzt bei Daisy. Eigentlich wollte ich schon das Gewinnerhaus von Prinzessin haben. Allerdings ist jetzt die Galerie down und wir können das Haus nicht runterladen. Deswegen wird es noch eine Folge sein, das alte Haus. Und ich hoffe, dass die Galerie natürlich bis Ende dieser Woche wieder funktioniert, dass ich dann das Haus nutzen kann. Heißt, ihr seht das Gewinnerhaus von Prinzessin in Action nächstes Mal. Und ansonsten, hat die gute Daisy die Hausgeburt endlich überstanden. Ihr habt in den Kommentaren auch gesagt, dass ich ja den Mod runternehmen kann. Ich denke mal, das mache ich dann zum nächsten Haus, dass ich dann zumindest den normalen Schwangerschaftsmod rauslasse. Vielleicht nehme ich dann einfach mal immer mal wieder andere Mods. Einfach mal so ein bisschen, boah, mal was anderes zu probieren, ne? Finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich werde da mal schauen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu irgendwelchen Mods, die wir nutzen können, gerne in die Kommentare damit. Ich habe vielleicht noch gedacht, dass wir sowas nutzen können, wo man vielleicht mehr Attraktivität messen kann. Und dann hat man so als Restriktion, dass man nur mit Sims was hat, die für Daisy attraktiv genug sind. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ihr könnt gerne eure Vorschläge in die Kommentare hauen. Und jetzt gehen wir erstmal rein. Also wir haben natürlich immer noch Lavender am Start. Lavender muss noch einen weiteren Meilenstein schaffen. Er hat das Kriechen gelernt. Ich meine, Kriechen ist das Krabbeln. Ja, ich sag einfach ja erstmal, aber er muss ja noch den hier Fingergriff da erlernen und wir haben einen Tag bis zur Altersstufe, dementsprechend müssen wir uns da ein bisschen ranhalten, dass wir heute das schaffen und Daisy ist Daisy, Daisy ist jetzt nicht mehr schwanger, hat jetzt das Kind geboren, Nurit ist hier am Start und schläft ein bisschen und ja, ich freue mich jetzt schon auf zwei Säuglinge, eventuell kurz hintereinander, mal gucken. Ich meine, du bist ja morgen, ne? Ja, okay. Haben ein bisschen Stress, aber das kriegen wir hin. Okay, Daisy, du schläfst ein bisschen, du bist total müde, aber wir müssen mit Lavender richtig durchstarten. Ich würde mal sagen, dann steh mal kurz auf, komm mal hierher. Schlaf ist eh überbewertet. Dann würde ich mal sagen, du fütterst mal bitte. Nein, nicht zum anderen Kind gehen. Bitte erst dieses Kind. Wir haben hier Prioritäten gerade. Nurit, ich weiß, du streist auch, aber erstmal muss Lavender hier versorgt werden, okay? So, und dann machst du mal Windel von Lavender wechseln. Ich hoffe, dann geht die Hygiene ein bisschen hoch. Ja, wird nicht viel besser, aber egal, wir haben ihn dann zumindest die Windel gewechselt. Er stinkt immer noch, aber Windel gewechselt. Immerhin weniger am Stinken. Ein bisschen weniger. So, und dann spielst du bitte mit Spielsachen und du gehst jetzt zu dem anderen Kind, was jetzt schon die ganze Zeit schreit. Und gibst ihm Super 14. Neugeborenenpflege. Okay. Und du, ne, machst das. Genau, du kannst auch wieder in die Windel pupsen. Die ist jetzt erstmal leer. Aber du musst jetzt hier dich ranhalten, okay? Dankeschön. Und du, Daisy, kannst ja erstmal nochmal ins Bett gehen. Während die anderen hier ackern. Hier liegt wieder die Windel. Ekelhaft. So, Lavender, komm, mach mich stolz. Komm schon. Komm, du schaffst das. Das sieht noch nicht gut aus. Nee, es stinkt halt total, ne? Wenn du den Fingergriff lernst, weißt du, dann darfst du baden gehen. Erst dann. Mann, ey. Okay, vielleicht vorher doch noch mal baden. Wo kann ich ihn denn baden? Hier, ne? Ja, können beste Freunde werden, das ist okay. Aber kannst du mir dann auch ein bisschen helfen hier gerade? Rain, wenn du jetzt hier schon da bist. Guck mal, du bist jetzt schon im Schlafzimmer. Hilf doch mal ein bisschen hier. Ich habe sogar noch Zwerge hier. Die habe ich komplett verdrängt, muss ich sagen. Wir hatten ja ein Erntedankfest. Was? Was? Ja, baden habe ich dir doch so... Daisy! Daisy, warum? 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 Okay, Lavender. Sonst geht's dir ja gut. Dann setz ihn da aber mal ab, bitte. Okay. Gut. Geht's wieder auf die Spielmatte, mein Lieber, weil du musst hier ein bisschen
weiterackern. Und Daisy, du kannst jetzt nochmal schlafen gehen. Richtig erholsamer Schlaf hat sie, ne? Immer so eine Stunde wieder aufstehen, Stunde wieder aufstehen. Du sollst spielen. Lavenna, hör mir doch mal zu, bitte. Guck mal, du hast so ein schönes Bad jetzt gehabt. Das ist doch wunderbar. Rain, wo bist du eigentlich? Da am Computer. Hat einfach mal Spaß. Ja, ist okay. Du kannst sonst noch mal um meine Kinder dich kümmern. Weißt du? Kannst du mal machen. Das wäre ja ganz wunderbar. Komm schon, Lavenda. Oder mache ich das falsch? Oder muss ich ihm das irgendwie anders geben? Ich glaube nicht. Ich mache einfach noch mal. Ich glaube, das war trotzdem schon so. Guck mal, jetzt kommt sogar der Staubsauger. Du bist nicht gar nicht mal alleine beim Trainieren. Daisy, wie geht's dir? Ja, du bist jetzt zumindest quasi fit. Wir warten mal, bis er wieder durch ist. Und Rain ist jetzt gegangen. Okay, bye-bye. Dann kommst du bitte hierher. Weil er braucht jetzt noch ein bisschen Essi-Essi. Und dann... Es ist passiert. Das wollte ich nicht. Okay, wir haben ja noch einen Tag, du. Wir haben noch einen Tag. Wir können ja hier Lavendel zum Schlafen hinlegen. Schlaflied nicht zum Däugling gehen, bitte. Da gehen wir jetzt hin. Dieser Stress jetzt gerade. Säuglinge. Und wenn wir den Mob nicht mehr haben, dann wird sie auch ein bisschen wieder abnehmen können. Ja, ich bin doch schon da. Warte. Ich bin doch schon da. So viele Kinder, die schreien. Jetzt reicht's doch mal. So, Gott sei Dank geht das schnell. Dankeschön. Was machst du denn jetzt da noch? Daisy, du musst essen. Denk bitte ans Essen. Daisy, es reicht. Daisy, ich weiß, du möchtest Zeit mit deinen Kindern verbringen, aber wir haben die 100 Baby Challenge. Wir haben keine Zeit für Kinder. Wir müssen eigentlich immer weitere Kinder produzieren. So. Guck mal, wie alt bist du jetzt eigentlich schon? Haben noch 21 Tage. Okay. Ist noch ganz okay. Wir werden erst einen neuen Lover suchen, wenn wir irgendwie weiterkommen mit den Säuglingen. Also nächstes Mal auf. Ich denke mal, nächstes Mal, wenn auch das neue Haus ist, dann können wir ja wen suchen. Mal vorher finde ich das ein bisschen schwierig. So, mach mal Training bitte. Ansonsten, wie sieht es hier aus, Lavender? Lavender? Okay, du schläfst gut. Gut. Hart am Trainieren. Was hast du denn eigentlich? 10, oder? Habe ich schon 10 in Fitness? Ja. Daisy ist einfach so eine Maschine. Guckt euch mal an, wie viel Level 10 sie hat. Das ist doch einfach nur unverschämt. Deswegen, wir müssen 2-Sterne-Promi werden für das neue Bestreben. Das müssen wir ja auch noch schaffen. Midlife-Crisis überstanden! Yes! Wir haben zwar nichts Wirkliches gemacht mehr, aber sie hat es überstanden. Sehr gut. Du trainierst ganz schön lange an einer Maschine, muss ich sagen. Reicht doch mal, oder? Redet ihr auch immer so über das, wenn ihr über das Leben nachdenkt? Ich eher nicht. Aber vielleicht ist das ja normal. Ich hab's so eher im Kopf, wenn ich irgendwelche Diskussionen führe, wie was ich dann zu denen sage. Und das mache ich auch manchmal laut. Dass ich dann so quasi so tue, als ob ich mit einer Person argumentiere. Aber nur wenn ich alleine bin. Nicht, wenn mein Mitbewohner da ist, weil so. Das wäre ein bisschen komisch, glaube ich, für ihn. So nach dem Motto, mit dem, wem redet sie da? Mit niemanden. Das ist komisch. Sonst kann ich ja auch noch mal gucken, dass wir vielleicht für andere Säuglingssachen da kaufen. Vielleicht hilft das beim schnellen Spiel. Also, vielleicht hilft diese Katze. Oder diese Rassel. Ich weiß es doch nicht. Nee, das Fenster wollte ich jetzt nicht wegnehmen. So, gucken wir mal. Nice. Meisterwerk sogar gleich erstellt. Also, das sieht nach einem Meisterwerk aus. Das ist so easy. Du musst das jetzt aber heute schaffen. Heute ist dein Geburtstag, okay? Ich glaube, ihr schafft das. Ich bin mir nicht sicher. Er ist aber zumindest süß. Nein! Ah! Was ist das denn? Was ist das für ein Timing? Warum ist mein Mikrofon so laut eingestellt? Ach, Martin.
Tut mir leid, wenn ich dich schon die ganze Zeit angebrüllt habe. Ich mache es jetzt 2 Stufen leiser, okay? Ich habe dir das jetzt gesagt. Nicht, dass du sagst, Sandra hat mir nichts gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass es sonst so ein bisschen übersteuert war. I'm so sorry, Martin. I'm so sorry. I'm not a professional. I'm just a newbie. I'm just a tryhard. Ich muss jetzt mal kurz die Challenge jetzt nochmal angucken. Was jetzt genau gegessen werden muss. 3 Mashed Babyfood und 1 Fingerfood. Oh, Gott sei Dank. Yes! Dann müssen wir hier einen entsprechenden Stuhl kaufen, damit der gute Lavender da reinkommt. Und er muss halt viel essen jetzt, ne? Er hat keine andere Wahl. Essen, 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 essen. Da. Mega hoher Stuhl. Den wollen wir. So. Meine gute Sims-Dame. Neugeborenenpflege. Guti. Du, weißt du, was du schon mal machen kannst? Du hast eh Hunger. Du rutsch jetzt mal bitte hier hin, okay? Du kümmerst dich um Nurit. Richtig gemerkt, sehr gut. Und Lavender kommt schon zum Stuhl gekrochen. Was müssen wir? 1 Fingerfood und 3 Babynahrung. Gut, dann bekommt er jetzt erstmal Kürbispüree. Erstes Essen, was er probiert. Kürbispüree. Ich liebe Kürbis. Kürbis, Kürbis, Kürbis. Gut, gut, gut. Nicht Baby halten. Leg es wieder hin. Du musst nämlich hier Lavender. Lavender ist jetzt wichtiger, okay? So. Machst du? Sehr gut. Yes! Lavender kann heute wirklich älter werden. Nice! Ja, ja, ja. Ja, ist ein bisschen doof mit dem Schnuller, aber der Schnuller ist niedlich. Was soll ich sagen? Und? Lieb Kürbispüree, Lavender. Lavender. Ich wusste doch, was du magst. Natürlich magst du Kartoffelpüree. Das ist ja. Chaotisch beim Essen auch noch. Oh, Lavender. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob ich als Elternteil da so lachen würde. Ich wäre, ja, also ich wäre auch jemand, der einfach nur immer sagen würde: Oh, was ist denn hier los? Super effiziente Neu. Hast du das nicht gemacht, was ich dir gesagt habe? Lavender sitzt jetzt da. Weißt du? Oh, Daisy, du hast nichts unter Kontrolle. So, sonst machen wir erstmal Fingerfood. So, machen wir Erdnussbutter-Puffs. Ich glaube, das mag ich auch. Können wir ja gleich mal gucken. Hast du das schon hingetan? Ja. Guck mal, das sind Erdnussbutter-Puffs. Sieht ein bisschen langweilig aus, muss ich sagen. Magst du's? Sieht gut aus. Mag es. Sehr gut. Heißt, wir brauchen nur noch 2 Mash Babyfood. Juhu. Sehr gut. Lavender, Konzentration bitte. Guck mal, du hast... Eigentlich können wir dir immer noch was geben. Weil du bist hier irgendwie sehr verfressen. Du kannst ja sonst noch mal Windel benutzen. Jetzt hör mal auf, so ein Chaos da zu machen. Mach mal aufräumen, bitte. Genau, hast da reingepupst. Hast jetzt wieder Platz im Magen, ne? dann machen wir als zerdrückte Avocado. Man hat immer noch Hunger. Guckt mal an, wie schnell sein Hunger da runtergeht. Ein bisschen verfressen, der Lavender. Und ist jetzt voll am Stinken mit der Windel. Ja, aber das kriegen wir noch hin. Ja, ja. Kriegst noch mal was zu essen. Und wenn du dann aufgestanden bist, dann bekommst du noch mal was zu essen. Und dann haben wir es geschafft. Dann darf Lavender älter werden. Ist dich nicht sicher? Okay. Ja, ja. So, meine gute Daisy, du kannst ja dann mal Windel wechseln von Lavender. Und guck mal, Lavender ist schon so müde. So viel gegessen gerade schon. Boah, da weiß man gar nicht, was man machen soll, ne? So, reicht. Daisy, reicht. Mein Gott, was ist denn jetzt hier los? So, Windel von Lavender wechseln bitte. Sehr gut. Dann kannst du Lavender bitte in Schlaf legen. Sehr gut. Also, Lavender feiert es nicht so, aber er muss. Okay. Ich schmeiß die Windel mal wieder einfach nur weg. Ich bin schon das Hausmädchen hier. Ich bin es ja gewohnt. Sehr gut, Daisy. Dann ist es Zeit, würde ich mal sagen, einen Kuchen zu machen. Reiskuchen? Nee, das ist nicht so ein Kuchen. Hamburger Kuchen. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich hole mal dieses Verdorbene raus. Was ist denn verdorben? Chili. Weg damit. So. Dann mach mal, meine gute Dame. Wie geht's eigentlich dir? Gott, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich habe ja noch den Mod. Mann, Daisy. Daisy.
Also bisher ist alles okay. Okay. Mach mal weiter die Torte. Daisy, mach mal schneller hier. Du bist nämlich auch müde. Weil du sollst dann noch mal ein bisschen schlafen, bevor Lavenda da älter wird. Beziehungsweise dein letztes Essen hat. Das hört sich ja an. Das letzte Mal. Geburtstagskerzen hinzufügen. Sehr gut. Dann nimmst du noch mal Reste. Norit hat auch Geburtstag. Alle haben Geburtstag. Beide haben Geburtstag, ne? Ja. Okay. 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 Kriegen wir hin. Ja, okay, Norit. Dann machen wir super effiziente neugeborene Pflege. Zack. Dann guck mal, du bist eh müde. Ja. So, wir machen das jetzt. Hier. Lavenda. Lavenda, jetzt kriegst du Mango-Kompott. Ja, Lavenda, ich bin da. Guck mal, mach mal Bauchzeit verbringen sonst. Sehr, sehr gut. Weil dann können wir ja beide gleich älter werden lassen, okay? Daisy, okay? Ist das auch für dich okay? Also ich finde, es ist sehr, sehr okay. Geburtstagsfolge! Lavenda, dann können wir dich älter werden lassen. Happy, happy, happy birthday! Lavenda! Sehr, sehr gut. Du hast es noch geschafft. Mit dreckigem Gesicht pustest du die Kerzen aus. Yay! Yay! Das Kleinkind einfach... Hier. Musterhafter Säugling. Ich hab's geschafft. Mein erster Säugling. Yay! Das Kleinkindalter, den ganzen Tag mit Spielsachen spielen, die Welt entdecken und die Kommunikation mit Worten lernen, anstatt einfach loszuheulen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um im Hinblick auf die Zukunft mit den Fähigkeiten Aufbau zu denken, auch zu beginnen. Denken mit 1. Woo! Und er ist unabhängig! Lavenda! Lavenda, du Tier! Mein Gott! Bestes Merkmal einfach! Nice! Ich dreh durch, Lavenda! Du siehst halt immer, also, Lavenda, du solltest vielleicht deine Schnude mal machen, aber das ist okay. Ich muss mal gucken, guck mal, du kannst sogar gleich aufs Töpfchen gehen. Och, Lavenda, bestes. Und guck mal, jetzt gehen wir gleich zu Norit. Norit, du kannst jetzt älter werden. Guck mal, jetzt dancet sie auch schon so, sie rastet auch schon aus einfach. Wunderbar. Wird jetzt... Cool. Du bist gleich gerade am Handy, während Norit älter wird. Das ist nicht wirklich nett. Vorsichtig, oh Mann. Naja. Dann, Norit, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind bereit für alles, was wir mit Ihnen vorhaben. Sie gehen in sehr große Fußstapfen. Also, Lavenda hat schon gerockt. Ich würde mal sagen, jetzt ist erstmal Zeit, die beiden kurz zu bearbeiten. Weil Lavenda hat fesche Haare, ja. Ich weiß aber nicht, ob es zu Lavenda passt. Würde ich nicht sagen. Deswegen gehen wir mal rein. Was ist das? Ignorieren wir das einfach? Bestes, genau. Wir machen einfach weiter hier. So. warum hast du diese komische Nase? Warum hast du eine rote Nase? Es wird immer nicht besser. Also du kannst ja gerne Sommersprossen haben, aber nicht so. Dann machen wir hier vielleicht. Guck mal, solche süßen Sommersprossen. So. Finde ich gut. Oder die? Die sind süß. Die sind süß. Dann geben wir dir mal andere Haare. Oh, Lavenda. Aber eigentlich müsstest du schon... Lavenderfarben haben, ne? Also so ein bisschen ins Violette. Kriegst du dann als Teenager. So. Gut. Ja, er sieht so süß aus. Guck mal an. Oh Gott, das wird ja so ein süßes Kind. Mann, Mann, Mann. Also da kann ich mir schon vorstellen. Wird die Herzen verrückt spielen lassen. Guckt ihn mal an. Also, cutes Gesicht. Oh! Nein, wie süß bist du denn? Dann kannst du ja hier so eins. Interessant. Nee. Party-Party-Outfit machen wir so. Dann haben wir, ja, das geht. Haben wir heißes Wetter und vielleicht ein anderes Oberteil. Machen wir so. Und dann vielleicht eine andere Hose. Das ist doch süß.
Das ist Lavender. Guckt ihn euch an. Ist er nicht süß? Ich finde schon. Jetzt gehen wir zu Nurit, wo wir einiges machen müssen. Was zur Hölle ist das denn bitte alles hier gerade? Das ist ja einfach nur noch wild. So, hast du... Oh Gott, warum? Warum ist so vieles? Warum? Spiel, was hast du dir denn dabei jetzt gerade gedacht? Um Himmels Willen. Also, Augenfarbe können wir wieder ignorieren, weil ich habe es immer noch nicht umgestellt. I'm so sorry, ich bin echt... Nächstes Mal. Jetzt habe ich mir eine Deadline gesetzt. Wenn das One Hair Baby Challenge House dann steht, dann haben sie auch keine roten Augen mehr, meine Säuglinge. So, man muss sich selber mal irgendwelche Deadlines setzen, dann kriegt man das auch schon hin. Das ist schon süß. Ja, guck das mal an. Gut, dann haben wir Nurit und Lavender gestaltet. Wunderbar. Sie malt jetzt sogar schon vorbildlich, Daisy. Vorbildlich. Aber bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, warte ich, dass die Galerie wieder geht und das One Heart Baby Challenge Haus runterladen kann. Dann seht ihr das neue Haus. Und wir können dann mit dem neuen Haus sofort starten. Da muss ich jetzt nicht irgendwie noch was umbauen oder sowas ähnliches. Das macht am meisten Sinn aus meiner Warte her. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne ein Follow da und ein Like und Kommentar. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ne? Bis dann!